So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Mindtest Creator Server Let's Play. Yay! Zu unserer kleinen Tour. Keine Höhlentour, sondern eine Lebensmitteltour. Wo wir eine wunderschöne Lebensmittelvergiftung bekommen. Ja. So ist das geplant. So, sollte mal irgendwie, ich habe mal keinen Stift gerade hier, mal so eine kleine Liste machen, damit wir wissen, damit ich auch später noch weiß, was wir suchen. Digga, mein Büro ist so fortschrittlich, dass ich hier keinen Stift mehr habe, weil ich alles mit dem PC mache. Nice. Okay. Rückschritt durch Fortschritt. Easy. Dann würde ich mal sagen, wir gehen dann erstmal direkt zum Spawn, damit wir einen besseren Orientierungspunkt haben. Und dann gehen wir quasi immer vom Spawn aus jeweils in die vier Himmelsrichtungen und gucken mal, ob wir da jeweils was Brauchbares finden. Dann lassen wir uns mal richtig Zeit, das heißt, diese Tour wird dann auch über mehrere Folgen gehen. Vielleicht sogar über mehrere Tage, weil ich will auf jeden Fall Chili, Erdbeeren, weil wie gesagt, bei Erdbeeren weiß ich jetzt, bin ich mir tatsächlich sogar fast unsicher, ob sie wirklich gibt. Erdbeeren hieß noch Strawberry, oder? Kann das sein? Hier ist was mit Erdbeeren? Erdbeertorte. Ach, mit AW. Stravia. Ich glaube, hier gibt es nur das hier. Okay. Tja, ich bin echt gespannt, was wir finden werden, so alles. Sehr suspekt das Ganze. Echt sehr suspekt. Weil da bin ich mir offen gesagt gar nicht mal so sicher, ob es überhaupt wirklich Erdbeeren gibt. Also, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall Chili finden und Ananas. Das kriegen wir auf jeden Fall. Und für Ananas müssen wir, wie gesagt, in so ein Biom gehen, wo so, also so steppenartige Region. Das brauchen wir für Ananas. Ich weiß zwar gerade nicht aus dem Kopf, wo hier in der Nähe eine Steppe ist. Weil wir brauchen halt wirklich eine richtige Steppe und keine Wüste. Das ist das Problem dabei. Aber wir werden hoffentlich eine finden. Können wir mal ein bisschen die Region hier erkunden. Ich meine, im schlimmsten Fall läuft es so wie bei meinem Mindclone-Special in der vorige Woche, wo wir einfach mal Karotten und Kartoffeln finden wollen und einfach mal gar nichts finden. Wo ich mir nur auch so dachte, so danke dafür, Angela Merkel. Ja. Das wäre dann Worst-Case-Szenario. So, dann gehen wir mal direkt los. Ich laufe nochmal hier hinten lang, um mir die ganzen Dinger nochmal ein bisschen aktiver zu halten. Aha, siehst du, schon wachsen auch die ganzen Tomaten. Sehr schön. Oh ja. Okay, jetzt wollen wir richtig... Manchmal wachsen die so schnell, dass du richtig zugucken kannst, wie die wachsen. Ich verstehe das nicht. Upsili. Ja, ich weiß, die eine war da auch gerade noch unreif. Scheiße.
Ja, das wo jetzt hier. So, hier auch, genau. Bisschen Platz hier. So, das tun wir auch. Die lasse ich lassen, wir brauchen definitiv noch ein bisschen. Das sieht sogar schon alles fertig aus, kann das sein? Ich packe hier mal alles runter. Das ist eigentlich unser Inventar. Oh, ich habe hier noch gerade Scheiße drin. Oh mein Gott. Ja, gut. Das ist das Problem, wenn man irgendwas in seinen ja, Arbeitsbereich packt, also in seinen Crafting-Bereich da, in die Crafting-Area, oder wie auch immer man das nennen möchte, dann vergisst man die Sachen immer da drinnen. Genauso wie mit den Backpacks. Da vergesse ich auch immer an, dass ich da was reingepackt habe. Oh, ich muss ja jetzt mal in diese kleinen Crane. Oh Gott, Alter, und schon geht's Katastrophe. Alter Schwede, oh Gott. Genau, wir brauchen 72. Siehst du, kann man die eigentlich wieder zurück machen? So. Was ist das denn? So was gibt's auch noch? Achso, die kann man daraus craften. Ah, okay. Okay, 8 Stück. Achso, wir bekommen auch immer 8 Stück. Klar, dann ist natürlich logisch, dass man die auch als 8 Stück anordnen muss. Genau. Dann mache ich nämlich in unsere Kisten lieber die Dinger rein, statt die Dinger hier, die, ne? Ist ja nicht so heftig. Was suche ich hier gerade? Damit. So, ihr kommt mal auch mit da unten. So. Sehr schön. Dann pflanze ich erstmal die Dinger hier wieder ein. Ach, das ist rote Beete. Och, leck mich doch am Arsch. Ah, okay, dann haben wir die also auch angepflanzt, die rote Beete. Wusste ich gar nicht. Weil ich bin irgendwie nicht so ein rote Beete-Fan. Also sowohl in Real Life als auch in mein Test. Liegt wahrscheinlich daran, dass mein Klon mich quasi, dass ich da noch ein Trauma habe. Weil ich weiß noch einmal, da hatte ich bei meinem Klon ein richtig schönes Beet angelegt gehabt und schöne Karotten und nee, Morim und Kartoffeln und alles und überhaupt. Und dann habe ich auch rote Beete angelegt gehabt und die rote Beete, die ist gewachsen wie so viel der Teufel. Und irgendwann waren alle meine Kisten ein bisschen gefüllt mit Karotten, ein bisschen gefüllt mit Kartoffeln. Und massig gefüllt mit rote Beete, bis ich dann festgestellt habe, mit rote Beete kann man halt nichts machen, außer direkt essen. Und beim Direktessen geben die halt kaum Energie zurück.
Und seitdem habe ich so einen richtig Hass auf rote Beete in Game. Und im Real Life hasse ich rote Beete sowieso. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht meins. So, ja, das hier wächst irgendwie gar nicht mehr. Also, ich meine, noch brauchen wir die Felder nicht, aber wenn es hier so weitergeht, dann baue ich irgendwann alles ab, egal ob es gewachsen ist oder nicht. So, dann gehen wir nochmal ganz schnell zu unseren Feldern, Quatsch, zu unserem Lager. Lagern da alles ein und dann, ja, würde ich mal sagen, können wir denn losgehen? Das muss man ganz kurz gucken. Genau das hier wollte ich noch machen. Da müssen die jetzt rein. Nein, das wollte ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Schnell genug gewesen. So, das muss ich jetzt hier anordnen. Alles. Und dann habe ich noch vier übrig. Die esse ich mal einfach mal so hier. Ach, geht gar nicht. Ah, gut, dann kommen die halt einfach weg. Dann brauchen wir diese geschälten Dinger wirklich nur für Gerichte und zum Einpflanzen, scheinbar. So normal essen kann man nur die ganz großen Dinger. So, und jetzt kann hier einfach alles rein. Und dann hat der Ding mal ordentlich zu tun. Und wir sind tatsächlich am Limit. Ach du Scheiße. Gut, dann packen wir die einfach mal so einzeln rein. Ist ja nicht so schlimm. So. Ja, da wird uns ja noch einiges erwarten hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem brauchen wir jetzt scheinbar bei manchen Kisten doch noch ein paar Upgrades. Ich meine, gerade bei 5% gefüllt geht noch. Aber ne, wenn ich mal schon sehe, hier schon 10% gefüllt. Manche werden ganz schön schnell ganz schön voll. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Achso, das habe ich ja entlernt. Wollte noch ein paar Bären mitnehmen. Ich schon wieder. Danke. So, die nehmen wir nämlich mal als Proviant mit und dann gehen wir mal zum Spawn. Ja, wirklich Hunger stillen tun die nicht unbedingt. Das ist ja wunderbar. Kommen wir einfach mal direkt zum Spawn. So. In welche Richtung gehen wir zuerst? Ich würde mal sagen, wir gehen im Uhrzeigersinn. Also da geht es schon mal nicht lang. Das heißt, gerade da gehen wir lang. Dann gehen wir einfach mal am Berg dran vorbei und gucken mal, ob da hinten grüne Wiese ist. Irgendwann kommt garantiert grüne Wiese. Die Frage ist halt nur, wann und wann. Schon wieder alles bewölkt hier oben. Ja, keine Wolken. Nur bewölkt. Alter, ist ja wie im Real Life. Was ist los auf dem Server hier? Ja, das ist eigentlich so ziemlich das langweiligste Biom überhaupt. Ne? So Tannenwald ist sowas von langweilig. Scheiße, komm nicht hoch. Ich glaube, ich hätte mir damals für meinen Spawn echt eine andere Region suchen sollen. Nur ich mag halt so schön, wenn direkt am Spawn, also wenn das Spawn halt mitten im Wald ist. Da, weil das halt der Seed, der mir am meisten zugesagt hat, so von der Landschaft her, weil der Spawn halt relativ eben war. Aber jetzt so baumbestandstechnisch ist es hier natürlich ultra langweilig. Vor allem du findest halt in dem Biom auch keine Nahrung. Du kannst halt also wirklich nur entweder erstmal auf Wanderung gehen oder tierische Nahrung zu dir nehmen. Wobei es ja irgendwie immer noch ganz schön wenig Tiere gibt. Wir sehen hier gar keine Tiere, fällt mir gerade mal so auf. Ich habe doch die Spawnrate tierisch hochgesetzt. Warum gibt es immer noch keine Tiere? Was will mir das sagen? Oh ja. Wird schon seine Gründe haben, denke ich mal. Entweder die sind gerade alle im Urlaub oder sind alle im Urlaub oder Urlaub. Ah, da hinten geht's los. Da hinten fängt es an, grün zu werden. Sehr schön. Was ist denn hier los? Okay. Nicht weiter nachgucken. Einfach ignorieren. Wir haben nichts gesehen. Bitte glauben Sie uns doch. So, da hinten sehe ich gleich mal ein paar Tomaten. Das ist sehr schön. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück und finden hier sogar noch mehr außer Tomaten.
Oder hinten sehe ich einen Pilz. Ist jetzt nicht zwangsläufig das, was wir suchen. Ich versuche mal über dieses Wasser-Dings darüber zu kommen, ne? Gucken, ob es dann irgendwie einen Übergang gibt oder. Achso, ja, hier endet der Dinger direkt. Können wir da also direkt rüberlaufen. Sehr schön. So, Paprika oder sowas. Hallo, Erdan Paprika. Bitte kommen, bitte melden. So, was ist denn da? Achso, war eine rote Blume hinter einem Gebüsch. Ich dachte schon, das ist jetzt hier irgendwas, was wir noch nicht kennen. Vorzugsweise Chili oder Paprika. So. Hoffen wir, diese rote Rosen, Alter, die irritieren mich voll. Ich suche keine roten Rosen, sondern ich suche rotes Gemüse oder viel mehr Kräuter. Gewürze. Zu was auch immer Chili zählt. So. Also, ne, irgendwie wirklich Vielfalt oder so. Entweder gibt es doch echt Unterschiede und das ist noch gar nicht das Biom, wo das ganze Grünzeug wächst. Weil es sieht ja auch so kahl aus. Also kaum richtige Bäume, sondern immer nur so Steppe. Vielleicht gibt es also doch nochmal Unterschiede in den Grünbiomen. Dann müssten wir wahrscheinlich einen Bereich suchen, der wirklich richtig grün ist, der komplett grün ist. So, was ist das hier? Ah, auch ein Tomaten. Oh ja. So, da hinten sind schon wieder Zwiebeln oder so. Zwiebeln oder Knoblauch. Eins von beiden. Hier sehe ich eine Karotte. Okay, scheint ein bisschen mehr Vielfalt zu geben. Oh, viele Tomaten. Okay. Aber vielleicht habe ich hier in der Region ein bisschen mehr Glück. Karotten. Was bist du denn? Ach. Haben wir sowas schon? Maiskolben? Haben wir sowas schon? Nee, ne? Maiskolben haben wir auch noch nicht. Ach Gott, jetzt finde ich alles außer Chili. Tomaten. Dann sind auch wieder Tomaten. Letztens haben wir jetzt hier keine roten Tulpen oder Rosen oder so. Das heißt, wenn wir jetzt hier was Rotes sehen, können wir direkt ein bisschen näher nachgucken. Da sind auch wieder Tomaten. Oder? Ja, auch wieder Tomaten. Genau, hier sind die ganzen Zwiebeln. Ich nehme mal davon. Hä? Oh. Ja, klar. Davon mal ein paar mit, weil die haben wir schon, glaube ich, noch nicht. Maiskolben wüsste ich jetzt nicht, dass wir die schon gehabt haben. Von da können wir die dann auch bald mal einpflanzen. Was bist du? Achso, Bohnen. Du bist wahrscheinlich hier, genau, Kartoffeln. Aber auch schon massig. Und aber auch schon massig. Brauche ich hier nicht mein Inventar jetzt gerade voll klatschen damit. Und wieder einpflanzen geht ja leider nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter in die Richtung da hinten. Das sah ja auch noch relativ grün aus. Tja, scheinbar brauchen wir wirklich einen richtigen Wald. Also wirklich, wo halt richtig Apfelbäume und sowas wachsen. So wie direkt da, wo unsere Hütte ist. Richtig schön mit Bäumen und alles drum und dran. Ich schätze mal, hat man dann doch eine etwas höhere Auswahl als hier bei solchen Gebieten, die so eher so Steppe ähneln. Weil ist ja quasi so eine Zwischenart, also ist ja quasi schon Steppe, ne? Ist ja eher trockenes Gebiet hier. Deswegen wachsen hier auch nur Gebüsche und so ein Zeug. Da hinten sind wieder rote Rosen oder Tulpen oder was auch immer. Hoffenweise Blumen. Können wir zum Glück mal hingehen, aber jetzt würde ich mich erstmal in die Richtung umgucken. Andererseits kommt hier wieder Wasser. Und ein Krater. Okay, kommt doch kein Wasser. Dann habe ich mich gerade in die Irre fallen lassen. Das sind wieder Bohnen. Haben wir auch schon. Da gehe ich nicht lang. Gut, dann gehen wir erstmal in die Richtung hier. Vor da hinten sah es ein bisschen grüner aus. Ne? Hier ist richtig
Oder täusche ich das nur? Ach, ich habe doch auch keine Ahnung. Sieht aus wie ein Biologe oder was? Oh, ganz viele rote Blumen. Und erstaunlich wenig Gras. Also das ist, hier ist auf jeden Fall ein anderes Biom. Und jetzt ist halt die Frage, ob in dem Biom, ne, wo hier einfach nur grün ist, ohne Gras, ob hier ein bisschen andere Sachen wachsen. Das wäre natürlich herzallerliebst. Hier ist wieder hoffentlich Gras. Okay, das heißt, hier kommen wir wieder in klassische Steppenregion. Ja, holla die Waldfee. Boing. Oh, ein Gummibaum. Hoffen wir diese Blümchen hier. Rote, gelbe, weiße, orange. Okay, gelbe eher weniger. Eigentlich nur orange. Tja, ich weiß auch gerade gar nicht eben, weil ich hatte ja mit der Farming Mod, die müsste eigentlich unter allen Dingern laufen, also auch unter hier unter Plant Life. Weil Farming Mod ist ja eigentlich für Vanilla mein Test gedacht. Ich hatte nämlich gerade die Befürchtung im Kopf gehabt, dass vielleicht die Farming Mod einfach mit Plant Life insoweit inkompatibel ist, dass hier halt nicht alles wächst. Aber eigentlich, überall wo so eine Grasblöcke sind, müsste eigentlich alles wachsen. Das sollte es eigentlich keinen Unterschied machen. Das heißt, es ist wirklich einfach nur biomabhängig und ja, da müssen wir jetzt das passende Biom suchen. So, hier kommen wir jetzt in die Region, wo es Ananas geben könnte. Wobei, nee, ist wieder nur Wüste. Ist keine Steppe. Ach, scheiß auf die Wand an. Wir gehen trotzdem mal in die Richtung hier. Vielleicht finden wir hier noch steppigere Steppe. Aber auf jeden Fall kommt jetzt noch nur Wasser. Ach, scheiße, die Wand an. Gut, wir gehen mal da auf den Berg rauf. Und folgen ihm mal. Unauffällig. Wenn ich bitten darf. So. Okay, gehen wir nach links oder nach rechts? Also ich würde ja prinzipiell nach... Ah, da ist Steppe. Ja. Gibt's hier Ananas? Bitte, bitte sag, dass es hier Ananas gibt. Also noch sehe ich nur Gras. Keine Ananas, kenne ich hier gar nichts. Aber zumindest... Ne, hier diese Bäume, das ist immer ein guter Indikator. Also weiß ich nicht, ob es ein guter Indikator ist, aber bisher war der einzige Ort, wo ich bisher Ananas gefunden habe, halt das Biom, wo auch die Bäume hier wachsen. Also dieses Biom, was wir jetzt gerade hier sehen. Hier sollte es auch Ananas geben. Müssen wir mal die Augen offen halten. Das Problem ist halt, Ananas kann man sehr leicht übersehen, weil es halt die gleiche Farbe hat wie das Zeug hier. Das heißt, man erkennt es eigentlich nur, also glaube ich zumindest, dass es so gleiche Farbe hatte. Aber auf jeden Fall kann man es halt an einer Form erkennen, ne? Das sieht halt nicht aus wie Gras, sondern irgendwie so ein kleines Gebüschlein. Also. Okay, dann kommt Dschungel. Ah, wir folgen dem Pfad mal. Dschungel direkt an Steppe. Könnte interessant klingen. Also könnte noch interessant sein. Oh, was ist das denn? Ist das etwa Chili? Das ist Kaffee. Lol, Kaffee gibt es auch noch. Da war ja was. Aber Kaffee war das, was absolut gar nichts bringt. Weil man, ne, man kann zwar Kaffee machen, aber das macht halt überhaupt nicht satt. Nehme ich trotzdem einfach mal mit. Man kann nicht schaden. Da wir es jetzt einfach gerade gefunden haben. Ich hätte halt gerne Ananas, sag mal. Oh, da ist eine Kiste in der Luft.
Was ist mit der los? Hat die irgendwelche Probleme? Braucht die irgendwie ein A? Oha. Wer denn da unten ist Ananas? Ich fick euch alle, Alter. Ich mach euch platt. Kommen wir da hinten zu der Kiste? Das würde mich jetzt aber mal schon hart interessieren. Ja. Wir kommen hier zumindest lang. Jetzt müssen wir hier hoch. Und dann müssen wir uns der Kiste runterarbeiten. Mal gucken, wie sieht's aus. Ach, ne, müssen wir gar nicht. Hab direkt Zugang. Baumwolle, Stahl, Kohle, okay. Haufen von Glasfragmenten. Interessiert mich nicht. Gibt's noch mehr Kisten? Wisst ihr was? Ich nehme dich auch nochmal mit und dann können wir nämlich hier aus den gefundenen Kohle und dem Stöckern Fackeln machen. Yay! Oh nein, hier ging es nicht weiter, aber hier ging es weiter. So. Da ist noch eine Kiste, sehr schön. Ja, okay. Das bringt jetzt sehr viel. Schon wieder ein Holzschwert. Was ist denn hier los? Oh, ich habe eine Fackel vergessen. So, und hier geht's wieder raus, ne? Ja. Genau. Hier geht's wieder raus. Gut, okay. Haben wir gleich mal zwei Kisten gefunden. Ich glaube, noch eine finden wir nicht. Nö. Gut, dann gehen wir hier auch wieder weg. Ich wollte jetzt nicht auf Dungeon-Suche gehen, sondern auf, ja, Suche von suchwürdigen Gegenständen. Oha, hier geht's aber tief runter. Was ist das da? Achso, ist einfach nur Blätter. Blätter und dann Gras. Warum wächst hier nichts? Ich will schon mal Geld zurückhaben. Ich versuche mal hier runter zu gehen. Ja, ich meine es gerade wortwörtlich. Das hier wird ein bisschen sehr steil. Ich gehe mal lieber auf dem hier runter. Der sieht gesünder aus. So, gehen wir mal hier unten rum lang. Oh, hier ist eine Leiter. Okay. Hier war scheinbar schon mal jemand. Hallo. 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 Jetzt ist er wieder oben. Ja gut. Danke für die Fackeln. Hoffentlich hat er sich nicht hier drin ausgelockt. Sonst steht er im Dunkeln, wenn er sich wieder einloggt. Das wäre nicht so geil. Ja gut. Berufsrisiko, würde ich mal sagen. So, gucken wir hier nochmal rum. Ob es hier nochmal was Schönes gibt. Da hinten sehe ich was. Was ist das? Was ist das? Achso, wieder nur Gebüsche. Ach scheiße. Ach Mann, oh. Ist doch kacke. Es ist immer das gleiche, wenn man findet oftmals Sachen, aber wenn man speziell etwas sucht, dann findet man das nie. Gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding zwischen mir und meinem Schicksal. Das haben wir so damals so ausgehandelt und seitdem macht das immer so. Okay, das hier sieht geil aus. Hier würde ich gerne mal ein Haus hinbauen. Dumm. Dumm und dumm und so. Wow.
nicht zu stämmig werden, lieber Ronny. Das kommt nicht gut. Was mache ich jetzt hier eigentlich gerade überhaupt? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Komme ich irgendwie wieder runter oder so? Nee, ne? Doch, hier komme ich. Danke. Oh. Na, schau mal, da guck. Na gut, war nur ein kleiner Dungeon. Ohne Kisten und alles. So. Ja. Gehen wir mal außen rum. Was bist du? Achso. Mein Traum. Ach Gott. Aber wir sind ja jetzt in dem Biom, was ich meinte, ne? Grüner Boden, wo aber Bäume wachsen. Vielleicht ist das hier ein bisschen vielversprechender. Ich hoffe es doch sehr. Es geht hier hoch. Okay. Umso besser bei steilen Wänden hat man einen besseren Überblick. Aber der bringt uns scheinbar auch nicht allzu viel. Es gibt halt einfach nicht das, was wir suchen. Ich habe halt auch offiziell keinen Plan, wie der Chili in einer vorfindbaren Form, also so wie man es findet, halt aussieht. So, hier ist wieder Dschungel. Ach Leute. Ich glaube, da unten wären wir nicht glücklich. Oh, jetzt gehen wir auf da. Wir sollten mal in die Richtung hier gehen. Wir gehen mal hier oben rauf. Wo fein ich gerade was? Oder hast du schon wieder eine optische Täuschung verursacht? Du Arsch. Richtig schöne Treppe hier. Nice. Gefällt mir. Ja, aber ansonsten halt absolut gar nichts. Tja. Da hinten ist wieder das Steppgebiet. Hier ist eine Palme, ich weiß nicht, was in so einem Gebiet wächst. Ne? Na gut, ich würde sagen, machen wir mal für heute Feierabend. Gucken dann zur Not morgen weiter. Hier werden wir heute nichts mehr finden. Oh, hier komme ich nicht lang. Na gut, dann würde ich mal sagen, mit der Aussicht machen wir mal Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann werde ich auf jeden Fall mal in unsere To-Do-Liste schreiben. Siehst du mal, unsere To-Do-Liste überhaupt aktualisieren. Gucken, was jetzt überhaupt alles noch drin steht, was da raus kann und so. Also erzählen nichts, in-game, nach unten graben, haben wir jetzt mittlerweile, kann also raus. Mine haben. Achso, das war ja dieser dekorative Mineingang. Kleines Gebäude. Kleine Gebäude. Na, ist halt so ein Never-Ending-Ding. Technik, Messcon. Ich glaube mal, das wird nichts. Lass ich mal Tropfen drin. Dorftor haben wir. Automatisches Lager haben wir jetzt auch fertig gemacht. Und Gartenbahnverbindung haben wir auch. So. Dafür brauchen wir jetzt aber. Suchen von Doppelpunkt Erdbeeren. Was soll ich denn hier? Erdbeeren, Ananas,
Anna Nass. Wenn ihr eine Ananas macht, dann bin ich das. Ah ja, der gute alte Werner. Chili und Paprika. So. Das suchen wir primär. So. Genau. Falls ihr es vergessen sollt. In dem Sinne würde ich mal sagen, fange ich jetzt direkt mit dem Konvertieren an. Und sage in dem Zusammenhang dann auch gleich mal Schau mit V. Tschüdelü.